Hallo Leute, ja, dieses Mal wollen wir mal schauen, dass wir hier in Melrichstadt die 8 und die 3 hier irgendwie in Angriff kriegen, dass das vernünftig läuft, ne? Müssen wir mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung, aber die 8, da sind glaube ich noch zwei LKWs drauf, die habe ich aber ins Depot geschickt. Ja, und die sind wohl noch nicht unterwegs, da müssen wir gleich mal schauen, wo die sind. Und ja, dann wollen wir weiterschauen. Ihr guckt das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm und dann greifen wir an. So, dann schauen wir doch mal, wo er ist, hier einer. Oh, hier ist wohl ein etwas größerer Stau, ne? Okay, dann kann das alles nicht klappen. Und der ist der Schuldige. Und warum kann der da, was macht er denn da? Melrichstadt Anbau. Aber was wartet der denn da? Ach, der soll eigentlich entladen. Und er kann nicht entladen wahrscheinlich. Weil hier schon voll ist. Wahrscheinlich ist uns der Lieferant. Ne, hier ist er doch. Stahlbarren. Im Lager. Ist voll. Ja, würdet ihr auch arbeiten oder wie ist das? Ist schrecklich, aber das Lager ist voll und es passiert hier nichts. Nachfrage. Das Lager erreicht seine maximale Kapazität in den letzten 30 Tagen, sodass die Nahrung überversorgt war. Der Preis wird wie. Ah, okay, das heißt, ich kann die, die jetzt hier hingefahren sind, erstmal alle. Ah, lass den erstmal weiterfahren gerade. Ja, das hat wohl nicht geklappt dann, ne? Die haben da so viel hingeliefert, dass die jetzt gar nichts mehr wollen, ne? Ja, alle Fahrzeuge sind jetzt natürlich so, dass sie. Lass den mal gerade einmal weiterfahren erstmal und dann müssen wir nachher überlegen, was wir da machen, weil das funktioniert ja so nicht, ne? Müssen wir die Linie ändern. Laden voll, entladen. Nicht voll. Okay. Weiter geht's. Jetzt hat der schon gemerkt, glaube ich, und der auch. Und jetzt ist die Frage, wo kriegen wir die Eisenstahlbarren hin? Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall fahren sie jetzt wieder, das ist wichtig. Dann kriegen wir gleich mehrere statt 8 auch weg, wenn dann die LKWs so weit sind, ne? Ich glaube, wir lassen mal gerade auf Vollgas fahren. So, jetzt geht's schon mal. Jetzt müssen wir nur wieder zur Melrichstadt zurück. Hier. Sind schon im Depot. Die haben jetzt was? Stahlträger bedient. Aber wo kriegen wir hier Stahlträger? Haben wir hier nicht. Können die auch Holz transportieren? Ich glaube nicht, ne? Oder? Doch. Wo ist denn der jetzt, die Logistik? Da, Melrichstadt West. Vielleicht sollten die beiden LKWs mal Dingens transportieren dann. Fahrplan. Da monte ich hin nicht. Ne, doch, das war schon das Richtige. Logistik. Okay, das Gebäude braucht jetzt Holz und es kriegt keins. Das ist viel schlimmer, ne? So, wo sind die beiden LKWs jetzt? Oh, der ist es, glaube ich, ne? Melrichstadt West. Gibt es da Melrichstadt West? Holz. Weißt du was, bevor ich das hier raussuche, ne? Stadt. Route umbenennen. Melrichstadt 1. Wir müssen Holz haben. So, Holz wird hier angeliefert. Das heißt, die könnten auch hier hinfahren. Das heißt, Route
Route umbenennen? Nee, ich will gar nicht, dass die. Ich will eine neue Route haben. Wie kriegen wir das denn jetzt hin hier? Ich will ja nicht die Linie ändern. Warte mal, da ist ein Mülleimer, da ist ein Mülleimer. Halt hinzufügen ist jetzt. Wo kommt das Holz weg? Hier. Laden. Halt hinzufügen. Entladen. Speichern als Stahlträger zu Melody Stadt West. Nee. Holz zu Melrich Stadt West. Und der kriegt jetzt das gleiche zu individuellen. Individuelle Route, Holz, Melrich Stadt West. Da. Nee, Heubach war das, das ist falsch. Da gibt es tatsächlich schon die Route, habe ich gerade gesehen, ne? Fahren muss er noch. Und der auch. So, jetzt müssen wir gerade noch die zweite davon finden, ne? Fahrzeug anzeigen. Und den setzen wir jetzt da drauf. Dann passt das, glaube ich. Und jetzt, wenn wir, sagen wir hier, Verlotte, nee, Stadt West entfernen. Ja, weil die fahren jetzt alle da drauf. Jetzt haben wir es richtig gemacht. So, das heißt, die werden da hoffentlich gleich wieder Holz kriegen. Lag auch bestimmt daran, dass hier der Stau war. Und wollen hoffen, dass das funktioniert. So, jetzt zu unserem anderen Problem. Entfernen. Bist du sicher? Ja. So, und dieses hier würde ich gerne irgendwie verschieben oder sowas. Aber das geht wahrscheinlich nicht, ne? Verschieben. Hier gibt es keine Option dafür. Ja. Drei Fahrzeuge fahren da drauf. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Straße auswählen, dann Terminal auswählen, dann die Bushaltestelle, einmal rotieren, nee, zweimal rotieren und setzen die dahin. Das ist jetzt Melrich Stadt 8 wieder, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, und jetzt müssen wir die Melrich Stadt, diese drei hier, die Route müssen wir jetzt bearbeiten. Melrich Stadt 3. Hier unten. Das ist jetzt Fahrzeug, ne? Fahrzeug hilft mir gerade nicht so wirklich. Wie kriegen wir das denn jetzt wieder hin? Oh Mann, ey. Das habe ich glaube noch gar nicht gehabt. Kann das sein? Fahrzeuge anzeigen, umbenennen. Fahrzeuge anzeigen, haben wir gemacht. Stadtbus Mellrichstadt, Route. Drei LKW gesamt. Route zuweisen. Ah, da muss ich jetzt die alle ändern, dann kann ich Route zuweisen. Das hilft mir aber, glaube ich, auch noch nicht so, wie ich das haben will. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen rausnehmen
und den seine individuelle Route machen und dann das neu vergeben. Shit. Den bearbeiten. Zu Ende wieder eine Route wechseln, aber die Aufträge beibehalten. So, das haben wir jetzt gemacht. So, jetzt müssen wir mal das Streit da raus operieren. Halt hinzufügen, ist Melrich statt 8. Das passt. Und das kommt dann weg. Ja, Melrich statt 3 kommt dann weg. Und dann ist es das gewesen, oder? Hier gibt es kein Melrich statt 3 mehr. 2. So, dann speichern als. Ja, wird es vielleicht sein, weiß ich nicht. So, das ist jetzt da erledigt und jetzt müssen wir diese noch umändern. Passagier zum Meldestand Transfer, okay. Den haben wir neu gemacht, ne? Ja, lass den schon mal fahren. Macht anders keinen Sinn. Und der muss jetzt auch da drauf. Stadtbus Meldestadt ist jetzt hier. Entfernen. Bist du sicher? Ja. So, jetzt stehen hier noch 10 Passagiere rum, aber das hat ja keinen sittlichen Nährwert. Das muss ich jetzt abreißen. So, jetzt haben wir das los. Jetzt machen wir noch was ganz Schickes. Ah, cool, das will er nicht. Sieht zwar schön aus, passiert aber nicht. Das ist jetzt aber auch nicht schlimm, weil unser Ziel war ja jetzt eigentlich das, dass wir jetzt endlich hier die Gleise gerade ziehen können, ne? Wieso macht er das jetzt nicht? Nicht genug Geld. Auch sehr schön. Entschuldigung. Leihen wir uns mal gerade ein bisschen Geld. Gleise. Geradeaus. Was hat er da wieder für Mist gebaut, ey? Das muss auch noch weg. So, jetzt hat das geklappt. Das bedeutet, dieser Bogen kann weg, oder? So, das ist schon mal gut. Jetzt gibt es den nächsten. Der zieht sich von hier aus geradeaus. Warum mag er das jetzt nicht? Nicht genug Geld. Okay. Warum geht es jetzt hier wieder nicht voran? Nehmen wir nochmal einen Kredit auf. Oh, mehr kann man nicht leihen. Gleise nochmal bauen. So, und dann können wir das da auch abreißen. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus, glaube ich. So, jetzt ist nur die Frage, warum die nicht fahren. Hier stehen Sand-LKWs, Loks drin. Schickt den erstmal raus. Fährt aber auch nicht. Warum fahren die nicht? Weil dieser Bereich. Nee, ist er doch nicht. Ah, jetzt fährt der.
Nee, doch nicht, oder? Doch, der fährt. So, dann sind wir den ersten schon mal los. Ich hoffe, der fährt jetzt hier erst rein, weil dann sind die beiden dran. Na, jetzt kommt er erstmal rein, okay? Ich hoffe, das ist jetzt dadurch besser geworden, weil wir dann vielleicht. Hier, sag schon. Hier machen wir ein Vorsignal hin. Das ist der Kreuzungsbereich, ist einfach zu groß, ne? Da gibt es ein Vorsignal. Okay, der fährt jetzt schon mal. Muss, ist das von? Ja, doch, das. Eigentlich sieht das hier noch ganz gut aus, oder? Bin gespannt, wann sie jetzt endlich fahren. 11.000 Mies haben wir immer noch. Schlimm ist, dass da schon wieder einer kommt, ne? Warum die beiden nicht fahren, ist mir jetzt gerade schleierhaft. Der eine hat Sand hier gebracht, aber wird nicht abgelollt. Sand wird hier gar nicht mehr gebraucht, wahrscheinlich. Oder ist. Und das ist Erz? Ne, das ist Erz. Erz ist voll. Und hier braucht keiner Erz, oder wie sehe ich das? Doch hier. Im Lager zu viel. Zu viel im Lager. Das ist schlecht. Der einzige, der hier fährt, ist der jetzt hier oder was? Dann lass ihn gerade auffahren. Der kriegt den letzten Anhänger sowieso nicht leer. Ja, der fährt jetzt. Ich stelle mir nur immer die Frage, warum fahren die anderen nicht? Und dieses Gleis wird gar nicht benutzt, ne? Lass uns mal Signale doch noch zwei setzen, aber wir haben kein Geld dafür. Jetzt kommt schon wieder einer reingefahren, ne? Wann fährt einer von den beiden? Ah, jetzt. Wenn wir jetzt ein bisschen Geld hätten, hätte ich ja gesagt, komm, lass uns mal noch hier ein paar Signale hinstellen, damit die mal anders fahren, ne? Aber das klappt noch nicht. Jetzt kommt der erst da reingefahren. Die stehen. Ne, der fährt. Oh, warum fährt der jetzt? Ah, deswegen, weil hier keine Signale sind, fährt der jetzt nicht geradeaus weiter. Der hätte schon längst weg sein können. Aber wir haben das Geld nicht und wir können keinen Kredit mehr aufnehmen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mal ein paar Einnahmen von unseren Zügen, die jetzt hier auch tatsächlich wieder funktionieren. Der fährt jetzt durch. Sehr interessant, ne? Jetzt fährt der auch. Okay, jetzt wird dieser Bahnhof endlich mal frei. Aber das Geld ist hier richtig mies gerade. 56. Wer weiß, wo der nächste Stau ist, ne? Aber zurzeit dreht sich alles, oder? Hier in dem Städtchen sind auch keine Staus mehr. Warum fährt der jetzt nicht? Gute Frage, ne? Hat der sich das jetzt irgendwie reserviert hier? Nein, ne? Unternehmen am Ende der Solvenz. Insolvenz. Was wird denn hier angeliefert mit dem Zug? Eisenbahn. Was fährt der Zug? Eisenbahn. Verstehe ich jetzt nicht, warum die an der Insolvenz sind. Der steht da. Ja. Jetzt stehen sie hier irgendwie wieder im Stau, wa? Und keiner weiß warum. Das ist das Nächste. Warum fährt er nicht?
Sag jetzt nicht, der ist jetzt der, der alles behindert. Dann stehen die Signale hier schlecht. Aber ich krieg kein Geld, das ist das Problem gerade. Wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, ne, dann würde das ja funktionieren. Aber jetzt Kredit ist auch schon aufgebraucht. Und wir müssen gucken, dass wir diese Sandzüge loswerden, weil hier muss ja irgendwo auch ein Sandabnehmer eigentlich sein, der gar nicht mehr da ist, weil das Häuschen ist ja schon voll. Er bleibt nämlich jetzt gleich auch wieder mit dem letzten Hänger da stehen, ne? Und dann fährt er hier wahrscheinlich nicht richtig hinterm Signal hin und deswegen fährt der nicht los, ne? Kann das sein? Oh, ist das schwierig. Komm, weiter. Ja, müssen wir schauen, wie wir in der nächsten Folge damit klarkommen, ne? Weil wir haben zwar jetzt hier schon ein Stück umgebaut, aber hier passt es jetzt nicht. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier, da unten ist jetzt wenigstens mal eine grüne Zahl, dass wir Einnahmen wieder haben. Also wir müssen jetzt erstmal diese Sandzüge irgendwie hin und her schicken. Der hier zum Beispiel, der macht ja noch Sinn, dass der fährt, weil er noch ein paar Anhänger mehr hat. Könnte man eigentlich den letzten Anhänger dann auch noch umändern, ne? Dann soll er doch da auch noch Kohle mitnehmen. Dann ist er doch schon mal besser aufgehoben, oder? So, und die fahren wahrscheinlich nicht weit genug rein, dass die hinter dem Signal sind. Aber das wird ewig dauern, bis ich das hinkriege, oder? Wenn der jetzt gleich entladen ist, kann ich den nämlich als nächstes schicken. Und die Baumstämme werden auch nicht abgenommen. Läuft also auch nicht. Das heißt, den Zug kannst du auch bearbeiten. Kannst du erstmal lauter Bretter draufladen. Vielleicht läuft es mit den Brettern wenigstens. So, jetzt kommt der nächste Zug. Der hat nur Bretter drauf. Der steht da auch gleich wieder nur so rum. Ah ne, der fährt geradeaus. Ja, das wäre jetzt schön, wenn wir hier zwei Signale hätten. Dann hätte der auch freie Fahrt gehabt, ne? Jetzt fährt wenigstens der schon mal. Obwohl, wenn der mit Holz nach da fährt, kann das auch nicht richtig sein. Leute! Wir werden in der nächsten Folge weitergucken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir diesen Zug hier auch umswitchen auf Kohle oder irgendwie sowas, was hier gebraucht wird. Bis dann, macht's gut. Ciao.